Keine Ahnung, was hier abgeht. Jemand sagt, das Schiff wurde angegriffen, aber wer zum Henker sollte uns hier draußen angreifen? Herzlich willkommen zurück, meine Freunde, zu Dead Space 3. Die zweite Aufnahmesession, weil ich das Spiel einfach nur geil finde. Letztes Mal sind wir stehen geblieben, ich muss mich wieder an die Steuerung gewöhnen. Den Captain sein Logbuch haben wir geholt. Und ich weiß gar nicht mehr, das Captains Logbuch. Und jetzt müssen wir weiter. Brauche ich Hilfe? Ah ja. Jetzt müssen wir in den Maschinenraum, weil das Schiff nicht mehr unter Kontrolle ist. Und jetzt müssen wir das Ding wieder unter Kontrolle bringen. Boah, ich habe schon ein bisschen nicht mehr gespielt, das merkt man, gell? Ich weiß immer noch nicht genau, wie man das in sein Safe macht. Ja, Impulspartikel kann ich jetzt kaufen. So, aber wie kann ich da was reinschieben? Das geht einfach nicht. Was habe ich denn hier noch? Flammenwerfer. Wie viel habe ich denn? 16.000. Ich würde mir aber gerne das hier kaufen, dass ich meine Waffen weiter upgraden kann. Ich finde es eigentlich als nützlichste von allen Sachen momentan. Und ich muss mein Stase-Modul aufladen. So, jetzt muss ich mit Maschinenraum anwählen. Lol, hätte ich das gleich gewusst, hätte ich das letzte Mal die Dinge schon beendet. Ja, hätte ich das letzte Mal hier die Aufnahme beendet. Ich habe aber nicht gewusst, dass es da schon fertig ist. Deswegen tut's mir leid, meine Freunde. Machen wir es jetzt halt jetzt. Achso, der speichert die ganzen Spielstände auf C. Das ist auch doof. Da muss ich auch nochmal gucken, wie die Speicherpfade sind. Nicht, dass ihr zu viel... Ja gut, könnt ihr eh nichts mit anfangen. Ja, und jetzt? Bin ich im Maschinenmodul? Nein. Doch. Bin schon hingefahren. Wir haben zwei Probleme, ja. Und die Uhr tickt. Erstens, die Treibstofftanks der Antriebe sind leer. Zweitens, die Schwerkraftzentrifuge ist offline. Was bedeutet, dass uns einige Trillionen Tonnen Gestein nach unten ziehen? Sie müssen die Zentrifuge wieder in Betrieb setzen, den Hauptantrieb mit Treibstoff versorgen und zünden, damit ich die Umlaufbahn des Schiffs stabilisieren kann. Natürlich, er hat mal wieder die ganz schwere Aufgabe und hockt im Kapitänsding, gibt dumme Kommentare ab und lasst mich hier die schwerste Arbeit wieder erledigen. Das ist natürlich wieder klassisch. So stellt man sich ein Teamspiel vor. So. Das sind ein paar Tote. Audiolog. Persönliches Logbuch des stellvertretenden Chief Engineer Jacob Temple. Es ist jetzt zwei Tage her, dass sie den Planeten aufgerissen haben, seit der Captain starb. Die Panik, die Aufstände. Das war nichts im Vergleich zu dem, was noch kommen sollte. Unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen, sie kamen alle wieder zurück. Verändert. Kamen, um uns zu töten, um uns zu holen. Heute Morgen verschwand Rucker und ich gehe davon aus, dass er tot ist. Meine Kollegen, alle fangen an durchzudrehen. Ich habe versucht, sie im Auge zu behalten, aber im Augenblick habe ich größere Probleme. Wir haben einen Treibstoffleck und der Primärantrieb hat schwer zu schuften. Denvers und ich werden versuchen, das Treibstoffdepot zu erreichen und das Leck zu reparieren. Tempel out. Okay, also mehr ein Treibstoffleck, wie wir schon festgestellt haben. Und das zu reparieren... Ja, speichern müsste ich jetzt eigentlich nicht. Nein, abbrechen. Bin ja da und das Log werde ich jetzt nicht nochmal anhören müssen. Und wenn, dann werde ich sie überspringen. So, jetzt ist nur die Frage, welchen Weg schlage ich ein? Am besten den, wo mir das Ding vorschreibt. Damit ich hier... Ich glaube auch J kann ich die Ziele sehen. Zentrifuge aktivieren. Und auf M habe ich die Map. Genau. Zwei Türen sind noch offen, zwei verschlossen, ja. Jetzt gehen wir erstmal hier rum. Ich denke mal, dass ich hier auch welche töten muss. Was ist das? Das sieht nicht sehr verheißungsvoll aus. Ja, hab ich doch gewusst. Boah, geh weg. Ja, warst du zu langsam, mein Freund? Warst du zu langsam?
Was ist das? Nein, kann ich nicht kaputt machen. Da müsste ich eigentlich lang, aber da ich nicht über den Weg gehe, wo ich gehen sollte, ich jetzt mal hier rein. Oh, also es sind nur Anzüge, wo da hängen. Kaufe noch ein bisschen Muni. Ist das noch ein Audiolog? Schema. Brennstoffe. Autsch. Schon ein bisschen krank. Ist er tot? Bleib locker, er lebt ja. Aber die Tür war ziemlich hart. Mann, warum hat er das gemacht? Ich verstehe das nicht. Keine Ahnung, was hier abgeht. Jemand sagt, das Schiff wurde angegriffen, aber wer zum Henker sollte uns hier draußen angreifen? Erst stirbt der Captain und jetzt werden wir angegriffen. Cremack meint, jemand von der Brückenpersonal hätte ihn getötet, aber das kann auch gar nicht glauben. Jetzt tobt hier das Chaos. Man kommt nicht mal mehr zur Brücke durch. Man kommt zu niemandem mehr durch. Alle fliehen. Wollen nur noch weg von hier. Sollte ich mich ihnen vielleicht anschließen? Ja, es wäre vielleicht besser gewesen, würdest du noch leben. Ein bisschen basteln. Was machen wir? Schaden. Habe ich noch eins? Einen habe ich noch. Das hat zwar nichts gebracht, aber macht nichts. Weil ich mehr Schaden machen will. Dann brauche ich weniger Munition und dann passt das. Aufbleiben. Mal erstmal pseudomäßig den Kopf wegmachen. Ja. Geht. Ist tot. Sicherheitshalber nochmal drauf treppen. Irgendwas lebt hier. Dass hier irgendwas lebt. Was mir bestimmt nicht sehr freundlich ist. Energie. Was ist das? Das aufmachen. Das blinkt immer so schön, aber ich kann es nicht aufmachen. Moment. Nein. Also, was ist das? Kann ich das hier aufmachen? Ah ja. Credits. Geld brauche ich immer. Obwohl ich so viel Geld immer finde. Alter, willst du mich verarschen? Was war das? Da ist es. Oh. Ja. Schnell, aber erbittlich. Unerbittlich. Muni. Ja, ich weiß, dass ich richtig bin. Ich bin einfach gut, Mann. Dass ich einfach gut bin. So ein Flammenwerfer wäre bestimmt auch ganz kranker Scheiß. So ein Flammenwerfer auch kranker Scheiß wäre. Runterziehen. F. Nein. Ja, wie runterziehen? Was bringt mir das? So. Jetzt. Hängt er in der Klammer. Okay. Ja. Wo kommst denn du her? Oh nee, das sind ja die hässlichen. Einfach mal die Füße weggeschnetzelt. Und die Kopf nochmal. Da ist noch einer von diesen kleinen hässlichen. Die kleinen sind wirklich die dümmsten, fiesesten von allen. Wie hier. Medi. Bin voll. Bin hier aber verkehrt, ja. Aber ich kann hier noch was untersuchen, deswegen untersuche ich das hier. Habe ich doch mir jetzt. Oh nein! Och nö. Das
diese scheiß Fliege.